So, herzlich willkommen in einer neuen, ja klar, Folge ist klar. Okay. So, das ist mir verunglückt und jetzt können wir hier nicht schlafen, weil da Monster nebenbei sind. Schöne Art, das zu sagen. Da sind Monster in der Nähe. Und ein Creeper, okay. Na, er haut. Nein, 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 nein. Komm. Ja. Toll. Die Zombie-Bruder, schön. So. Lauter Qualm. Da kommen sie schon. Die ganzen Verwandten. Wie üblich. So. Aber den müssen wir eben platt schlagen, sonst. Mal gucken, ob wir noch welche sind, weil. Wir wollen ein Nickerchen halten und das können wir ja nicht, solange die ganze Bande da ist. Wir können mal eben den Gravel hier reindrücken. Fällt mir ein. Hier wollte ich auch noch was machen, genau. Oh, genau. Okay. Jetzt ab in die Kiste, okay. Okay. Ist auch nochmal okay. Aber war ich nicht gerade schon im letzten Part? Habe ich vielleicht, bin ich, war ich jetzt. Nee, eigentlich. Dann habe ich das wohl verpeilt im letzten Part, dass die ich nicht schlafen konnte, genau. Oder ich habe es gar nicht gemacht im Endeffekt. So. Jetzt haben wir erstmal alles, was wir hier so. An Baumaterialien haben hier hinein in diese Kiste. So, wo ist denn hier diese? Hier ist die Kramkiste. Pferderüstung, schön. Ja, Kohle, nein. Wir haben die 20 Fackeln dabei. Okay, dann das alles hier rein. So, was brauchen wir? Das Holz nehmen wir natürlich mit. Die Kohle kommt gleich in die andere Kiste. Ein Eimer nehmen wir natürlich mit, das haben wir letztes Mal nicht. Das war vielleicht ein Fehler. Die kaputte Schaufel, ja, okay. Ist ja auch egal eigentlich. Dann brauchen wir noch mal eine extra Spitzhacke, noch eine Schaufel. Schwert, haben wir nicht noch eins? Ja, wir müssen noch eins haben, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich irre, hehehe. Ja, toll. So. Ja, okay. Da ist noch ein abgeranztes Schwert. Gut, wir hatten eins. Das bringt zwar nichts, aber gut. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Sticks und machen uns noch eine Schaufel und noch eine Spitzhacke. Eine Axt könnten wir uns vielleicht auch machen. Das brauchen wir die da unten? Vielleicht. Aber da reicht eine Steinerne, da brauchen wir keine aus Eisen. Das ist nicht so extrem. Also wir brauchen ja nicht so viel Holz und Holz geht trotzdem relativ schnell mit der Steinernen. Ja, dann nehmen wir uns noch ein paar Cobblestones rein, damit wir was bauen können. Aber die können wir uns auch da unten immer abbauen. Die brauchen wir nicht mehr da unten nehmen. Wir brauchen ja nicht unbedingt mit Cobblestones in eine Höhle rennen. Das wäre. Okay, habe ich alles dabei? Die Pfeile könnte ich mitnehmen. Damit wir ein wenig schießen können. Und der Bogen ist. Okay, der Bogen wird reichen, denke ich. Da brauchen wir nicht. Können wir da noch Pfeile? Wenn ja, dann nehme ich die auch wieder mit. Zwei, okay. So, dann lasst uns wieder in die Höhle schleichen. Ach, schon wieder so ein Geselle. So, und drauf. Ja, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist natürlich Diamanten und Obsidian. So, nehmen wir uns einmal Wasser mit. Der wird uns noch sehr nützlich kommen. Hexe! Ist das die von da hinten oder ist das eine andere? Ich hab, muss ich sagen, zugeben, warum ich hier kein Ei? Also ich muss sagen, ich habe vorher noch nie so viele Hexen gesehen auf einmal. Ich habe in diesem Let's Play bereits mehr Hexen gesehen, als ich bis jetzt bei Minecraft überhaupt gesehen habe. Nämlich 200% mehr. Ich habe vorher noch nie eine Hexe gesehen. Aber das ist, liegt wohl vielleicht auch damit zusammen, dass die Hauptwelt, in der ich. Achso, bevor ich da runtergehe, ich nehme mir das Kartoffel noch mit. Also, dass die Hauptwelt, in der ich meistens gespielt habe, noch von der Beta 1.5 ist. Ja, es müsste ungefähr hinkommen. Und auch die gesamten Chunks, auf denen ich spiele, so alt sind. Da gibt es natürlich noch keine Hexenhäuser oder irgendwas. Ja. Gerade sind die Frames ein bisschen im Keller.
Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Hoffentlich ruckelt es nicht allzu sehr. Ach so, genau. Ich habe, glaube ich, eine Ahnung. Ich habe gerade nochmal in den Fraps-Einstellungen etwas verändert. Ich habe umgestellt von Standard auf Lossless. Einfach mal, um zu gucken, wie sich das auswirkt. Da muss ich leider wohl oder übel diese Folge mit leben. Es sei denn, ich mache hier einen Cut rein. Vielleicht wird es unterirdisch, wo weniger Sichtweite ist, fast besser. Was ist das denn? Ja. Dachte echt gerade, wo kommt hier die Öle her? So. Unterirdisch wird es vielleicht ein bisschen besser mit den Frames. Andererseits haben wir noch wesentlich mehr Frames als mit Dick Story. Da sollte das eigentlich gehen. Essen wir etwa was, sonst wird das ein sehr, sehr kurzer Ausflug, wenn ich auf unsere Health Bar gucke mit den anderthalb Herzen. Das ist kein Zustand. So, okay, warte, war das richtig hier? Nein. Können wir erstmal stundenlang suchen, wo es überhaupt runtergeht. Gut, dass ich da diese ganzen Cobblestones gesetzt habe beim Raufkommen wieder. War zwar im Prinzip vollkommen überflüssig, aber dafür sehe ich dann jetzt, wenn ich die Cobblestones sehe, weiß ich Bescheid, da geht's runter. Und hier könnte ich vielleicht noch eine Fackel setzen und hier auch. Okay. Vor allen Dingen habe ich jetzt angefangen, ein wenig lauter zu reden, auch in der Aufnahme. Das ist, am Anfang war das, gut, das ist falsch. Zombie. Am Anfang habe ich sehr leise gesprochen. Das ging zwar, weil man kann das Mikrofon ja im Nachhinein noch schön hochpegeln. Aber es ist besser, wenn wir direkt laut reden, dann kriegen wir direkt eine bessere Aufnahme hin. Oh, hier ging es dann runter. Oder? Okay, ich versuch's einfach. Ob das hier richtig war oder ist das der falsche Gang? Okay, ich glaube, das war richtig. Vor allem, da ich jetzt ein neues Headset habe zum Aufnehmen, das natürlich auch eine bessere Tonqualität ausgibt. Vor allen Dingen nimmt es die Atemgeräusche nicht so krass mit auf wie das erste. Und es knarzt auch nicht ständig. Das ist auch... Obwohl es auch in der gleichen Preisklasse ist, ist es auch nicht besonders teuer, aber... Momentan lohnt es sich natürlich für mich noch nicht, dass ich irgendwie so semi-professionelle Sachen anschaffe. Da müsste ich erstmal Erfolg haben, sonst würde das gar nichts bringen. Aber ich denke wohl, dass ich mit Headsets weiter aufnehmen werde und ich werde mir wohl kein Standmikrofon oder irgendwas hier hinstellen. Das würde mich doch stören, ein wenig. Und das brauchen wir nicht unbedingt, dass mich noch mehr stört, als mich sowieso schon stört. Ich höre schon wieder die Zombies. Weil alles, was mich stört, lenkt mich ab und Ablenkung kann ich mir im Moment noch nicht leisten. So, Kohle habe ich ja gesagt, nehmen wir wieder ein paar Stacks mit. Und was mir noch aufgefallen ist, nach der Aufnahme, letztes Mal, ist mir... Ich habe ja erwähnt, dass ich wieder vergessen hatte, den Timer zu stellen. Den ich natürlich jetzt auch wieder nicht gestellt habe, aber es ist scheißegal, da... Wenn ich mit Audacity den Ton aufnehme, und das läuft ja im Monitor nebenan, da steht an der Tonspur die Zeit. Da brauche ich also keinen Timer für. So, dann hüpfen wir mal direkt mal. Ja. Hier ist noch einer. Ich höre ihn doch. Okay. So, die Frames haben sich jetzt auch stabilisiert. Die Skelette leider auch. So, hier ist noch ein wenig dunkel. Hier können wir nochmal. Oh, grüne, flauschige Füße sind auch kein gutes Zeichen. Aber wir haben jetzt einen kleinen Bogen. Damit ist... Ah, da kommt schon wieder einer von hinten, ja. So, so kommt man auch runter. Hier gibt es noch richtig viele Stellen, die noch gar nicht erkundet sind. Das ist nicht schlecht. Zombie. Baby. So. Noch eins. Huhn. Viel gefährlicher als Zombie-Baby. Das Huhn ist... immer das Gefährlichste. Der gefährlichste Mob in Minecraft ist nämlich das Huhn. Das wissen alle seit einer Weile. So. Okay, das war blöd. Und weil es so blöd war, machen wir es direkt nochmal, weil hier ist ein Zombie. Und ich sollte gucken, dass ich was fresse, weil meine Herzen sind schon wieder nicht so sehr gesund. Eisenbarren oder was? Sie machen auch schön. Und ich höre schon wieder einen Zombie. Das ist kein Zustand mit den Dingern hier. Mit diesen. Okay.
tot sein. Okay, also was wollte ich hier eigentlich noch machen? Achso, ich wollte hier eine Fackel anbringen, um einfach mal zu schauen, dass es ein wenig heller ist hier. Wenn ich nicht so viel spawn, ist nichts. So, ich sagte 2 bis 3 Stacks Kohle nehme ich noch mit und ich nehme natürlich auch das Gold damit. Immer. Gold ist immer gern gesehen für spätere, eventuelle kilometerlange Schienenstrecken. Aber wenn ich wirklich kilometerlange Schienenstrecken baue, die nehme ich natürlich mit einem Zeitraffer auf. Da hat, glaube ich, niemand wirklich Lust zuzugucken. Ich glaube, selbst wenn es der. Selbst wenn Gronkh kilometerlange Schienenstrecken baut, den würde auch keiner zugucken wollen. Das wäre einfach zu viel. Und der kann ja wirklich gut. Was ich meine. Gut unterhalten, sagen wir so. Das war nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich habe schon wieder einen Satz verloren. So. Okay, da ist Gold. Da ist Spinne. So, es wird schon wieder schön warm in diesem Raum. Ich spüre es gerade, ich musste mal schauen. Wir sind bei 11 Minuten noch was. Und haben ein Skelett. Und springen wir direkt mal drauf zu. So. Der Creeper wäre mir jetzt wichtiger, weil wenn er uns umarmt hätte von hinten, das wäre trotz Rüstung unser Ende gewesen. So. Ist hier ein weiteres Skelett. Und wie sieht es mit unserer Höhe aus? Wir sollten mal den Eimer Wasser unten reinnehmen. Können wir den einfach hier rüber schütten. Dann ist die Lava auch weg. So, und hier bitte auch noch eine Fackel rein. Ja. Da ist schönes Obsidian, aber das geht ja nicht, weil wir noch nicht die Hacke dafür haben. Ja, was machen wir jetzt mit... ich glaube, wir versuchen uns nochmal ein klein wenig in etwas Chef-Mining. Wir könnten... Sind wir hier tief genug? Im Anbetracht ist das ein Lavasee. War das ein Pfeil? Schlagen wir es tot in den Bogen. Oder auch lieber nicht. Nehmen wir lieber... Ich hänge fest. Ein Schwert. Ich würde sagen, das Hängen fest kam wirklich etwas spät. Das ist nicht asynchron. So, da machen wir nicht. Ja, das war auch okay. So, ich hacke mich jetzt nochmal hier ein bisschen rein. Ein bisschen, nicht so viel, aber ein bisschen mehr. Eine wunderbare Aussage, die exakt beschreibt, wie lange. Ich denke mal, dass wir so uns ungefähr eine Spitzhacke weit vielleicht hier reinschlagen werden. Und da könnte ich nochmal auf das Thema Musik kommen. Ich habe inzwischen auch schon dies und das zusammengetragen für die nächsten Aufnahmen. Vielleicht schneide ich auch schon hier in dieser Aufnahme mal hier und da was rein. Das könnte man auch machen. Später werde ich einfach parallel zur Aufnahme wahrscheinlich eine Playlist abspielen lassen. Aber für jetzt am Anfang könnte ich ja vielleicht... bisschen was reinschneiden in der Bearbeitung. Das wäre ganz okay. Und Redstone und Lapis nehmen wir natürlich immer mit. Das treibt schön den Level in die Höhe. Und ich glaube, hier kann man gerade schon wieder nichts sehen, weil wir viel zu dunkel sind. So. Und diese Spitzhacke hauen wir uns hier noch rein und dann werde ich feststellen, dass wir hier keine Chance haben, was zu finden, weil wir viel zu hoch für Dias sind. Aber ich habe vor, nicht F3 zu benutzen. Absolut nicht. Man könnte das zwar, das wäre natürlich auch kein Cheaten, weil das ist ja eine Funktion von Minecraft. Aber ich wollte es einfach mal so spielen, wie ich es ganz früher gespielt habe. Und da sind schon Dias. Und Creeper. Hallo. So. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 3 für eine Spitzhacke und 2 für ein Enchantment-Table. Das heißt, wir brauchen mindestens 5.
Ah, es sind nur zwei, da könnten aber noch welche sein, vielleicht. Aber nee, da werden wohl keine sein. Schade drum, wir brauchen noch drei, das bringt uns noch nicht weiter. Wir können die Kohle hier noch mitnehmen. Immer gerne. So. Diese Höhlentour wird natürlich nicht so lang wie die letzte. Oder wer weiß. Aber ich glaube es eigentlich nicht, da wir ja nur unterwegs sind. Ein paar Sachen zu besorgen. Gezielt. Nein, da stelle ich mich natürlich nicht drauf. Da machen wir zu. Hier ist auch nichts. So, da dieser Weg durchaus von Glück erstrahlt war, werden wir uns hier reinbauen. Und vorher noch ein paar Fackeln. Wir gucken uns, als ob wir reagieren könnten, wenn wir in die Richtung gucken würden. Wir sehen doch sowieso nichts, wenn wir im Menü sind. Es sei denn, ein Creeper kommt am Rand. Das habe ich ja auch schon mal in Let's Play gesehen, wo man den Creeper so schön am Rand hat herkommen sehen. So als Zuschauer hat man das natürlich gesehen. Und man denkt sich natürlich, ah, scheiße, aber der hat es natürlich nicht gesehen beim Aufnehmen. Fackel ist wieder weg. Okay. Oh, ich weiß noch nicht wie lange, aber wir brauchen es halt. Wir brauchen das Zeug und deswegen hier können wir ja nichts machen. Ohne. Also müssen wir wohl oder übel hier rein. Falls es eine ewige Angelegenheit wird mit dem Chef Mining hier, also falls es zu lange dauert, machen wir einen kleinen Zeitraffer draus. Dann rede ich jetzt zwar komplett für den Arsch, aber naja. Sei es drum. So, die Folge ist natürlich jetzt auch zu Ende. Dann muss ich mal hier einen kleinen Cut machen. Ungefähr bei. Schreibe ich mir eben auf. Okay. Dann werde ich hier einen Cut machen, also bis im nächsten Part. Bis denn!